Fünf Athletinnen in diesem ersten Lauf. Darina Sloboda aus der Ukraine. 22 Jahre alt, Bestleistung 6.104 Punkte. Also das ist durchaus im Bereich der Kärntnerin Sarah Lager. 6.225 Punkte ist ihre Bestleistung von der U20-WM im Vorjahr in Tampere. Im Hürdensprint damals 14,21 Sekunden gelaufen. Sie lief aber auch einmal schon unter 14 Sekunden. Und das wäre natürlich so ein Ziel für jetzt, für heute. Aus Spanien kommt der Nummer 69, Carmen Ramos. Sie feiert ihr Debüt in Götzis, die 20-Jährige. Hat noch keine 6.000 Punkte zu Buche stehen. Und dann eine weitere neue Athletin, Nikki Odenarden aus Kanada. ...6.053 Punkte hat sie gemacht vor knapp 6-7 Wochen in Tucson. Also die hat schon einen Siebenkampf in dieser Saison absolviert. Und genauso auch die Ekaterina Voronina aus Usbekistan. Sie gewann in Italien vor wenigen Wochen das Multistars-Meeting in der Nähe von Florenz. 6.212 Punkte hat sie zu Buche stehen und debütiert auch hier beim Hypo-Meeting. Das sind also die ersten fünf, die es angehen. Ganz wichtig ist, hier geht es in erster Linie nicht um einen Laufsieg, hier geht es um die eigene persönliche Leistung, die möglichst nah an den Bestwert kommt und im Idealfall sogar darunter. Also hellblauer Oberteil, Bahn 3, Bahn 1 bleibt nämlich frei. Bahn 3 ist Sarah Lager. Fühlt sich gut, ist fit und alles andere wissen wir in den nächsten knapp 14 Sekunden besser einzuschätzen. So, auf geht's. Start hat geklappt. Bahnen 3 und 4, Lager und Ramos von der Bestleistung am ehesten, aber die Spanierin ist da momentan weit zurück. Lager gegen Sloboda und ein Dreikampf auch Odenarden noch dabei und die Zeit ist mit 14.03 einmal inoffiziell. Also haarscharf an der 14-Sekunden-Schallmauer. Sie sehen die weltbeste Zeit in einem Siebenkampf, 12.54 von der Britin, der Olympiasiegerin Jessica Ennis Hill, damals gelaufen in London. Am Weg zu einem Olympiasieg. Die 12.78, das ist Meisterschaftsrekord, wenn man so will, gelaufen von Nadine Visser. Also das ist Meetingrekord 2017. Das ist eine andere Liga, das ist Weltklasse im Hürdensprint, eine 12er Zeit. Mit 14.04 Sarah Lager ja, im Bereich ihrer Bestmarke, nur 400 Sekunden langsamer und damit gleich einmal der Laufsieg. Es gibt ja immer wieder dann die offiziellen Korrekturen und meistens eine Hundertstelsekunde, so auch jetzt. Der Wind natürlich auch ganz wichtig, in dem Fall 0,9 Meter pro Sekunde Rückenwind, sprich auf alle Fälle im erlaubten Bereich für eventuelle Bestwerte und sicher durchaus unterstützend. Interessant bei Sarah Lager, sie hat im Winter das Schwungbein gewechselt, was ein mega Umstieg eigentlich ist im Hürdensprint, und hat aber jetzt wieder zurückgewechselt zur alten Technik, weil sie sich da wohler fühlt. Ja, das hat einmal ganz gut funktioniert. Absolut in Ordnung der Auftakt für die Kärntnerin. Läuft er für die Zehnkampfunion, dem Linzer Team, Leichtathletik-Team der Wertner-Brüder und von Georg Wertner auch seit Kindheit an betreut. Ja, 13,98 gesagt, Sarah Lagers Hürdensprint-Bestleistung, die aber nicht in einem Siebenkampf war. Also das heißt, wenn wir so wollen, dann ist das ihr bester Hürdensprint in einem Siebenkampf in ihrer Karriere. In Tampere 14,21, also da hat sie gleich einmal gegenüber ihrer Bestleistung 24 Punkte gut gemacht. 973 Zähler, genauso wie die zeitgleiche
der Rina Sloboda, die noch nie so schnell war. Wir sehen es, PB heißt persönliche Bestleistung, SB heißt Saisonbestleistung.